Das ist Stauden oder Stangensellerie. Und den darf man immer erst so eine halbe Stunde vor der Garzeit reintun, weil sich das sonst geschmacklich auflöst. Wie lange gart das jetzt schon? 3,5 Stunden. Also das ist kein Fastfood. Nein, das ist kein Fastfood. Siehst du, und das muss sich auch so, du siehst, das hat sich jetzt so getrennt. Ja. In ein dunkleres und ein braun und rot fast. Und so wie ein gutes Gulasch so ähnlich. Aber es ist Ochsenschwanz. Es ist Ochsenschwanz, ja. Sag mal, das Rote sieht so nach Wein aus. Ja, das ist auch Wein. Ist das Wein? Ja, da ist das der Küchenwein? Trinkst du den auch? Und ja, den nimmst soll du denselben, den du in das Gericht reinst? Ja, ich halte auch das für das Beste. Ja, wenn man das, weil das passt dann gut zusammen. Wollen wir den kosten? Ja, du hast mitgebracht. Ja, natürlich. Selbst, den eigenen. Wollen wir den kosten? Ja, gerne. Also es ist ein Badener. Ich meine, ich habe auch ein Wasser, damit ich nicht besoffen werde. Das ist nichts, es ist nichts Besonderes. Es ist ein ganz gewöhnlicher Landwein. Und wo kaufst du den? Das ist das südlichste Weingut Deutschlands. Oh. Ja, und der Engelhof. Du wohnst da in der Nähe? Ich wohne in der Schweiz. Auf der anderen Seite? Richtig. Und wenn ich fahre dann über eine Brücke über den Rhein und nach 2 Minuten bin ich auf dem Engelhof. Ganz ein einfacher Aber wirklich Wein. Leicht, sehr leicht. Ich tue gleich noch ein bisschen hinein. Ja, siehst du, hab ich dich. So, und jetzt tue ich noch das. Ich glaube, das reicht jetzt. Ja. Das reicht jetzt. Jetzt tue ich noch ein bisschen Knoblauch hinein. Ja. Soll man auch erst am Schluss. Ja. Weil auch der seinen Geschmack sonst verliert, sagen die Fachleute. Ja. Ich weiß nicht, ob also das stimmt. Ist ja eine Menge, auf diese große Menge, dieses bisschen Knoblauch, wird uns also auch nicht als Gourmets verraten. Das ist ja auch Geschmackssache. Man muss überhaupt keinen Knoblauch hinein. Ich liebe Knoblauch. Aber du machst das in Maßen. Was ist mit den Peperoncini hier? Die kommen später dran. Die kommen noch später dran. Sehr schön. Tust du da wieder den Deckel drauf jetzt? Oder nein, ich denke, ich lasse das jetzt, das ist ein bisschen offen, ne? Ja. Das ist ein bisschen so verkocht. Und ne? so, dass es gerade so lächelt, ne? Wie wir ich sagen. Weiß nicht, ja. Ich glaube, ja, es ja, schau, so ein bisschen, ja, das darf. Das ist ja gut, ne? Mehr nicht. Ja, sehr schön. Ja. Da du das ja schon vor so langer Zeit, also vor mehreren Stunden machen musstest, wirst du uns jetzt gleich zeigen, wie du es gemacht hast. Aber ich darf dazwischen schnell meinen Auflauf fertig machen. Natürlich. Der geht nämlich jetzt ins Rohr. Was machst du denn für Ich mache einen Fenchel-Schinken-Nudelauflauf. Eigentlich fast ein Studentengericht. Das habe ich als Student, als ich studiert habe, nicht, aber so als Referendar oder junger Redakteur, so kurz bevor wir uns kennengelernt haben beim ZDF, da habe ich sowas gemacht. Heute sind aber Studenten durchaus auch in der Lage, sich ein Fenchel und ein Schinken zu kaufen. Ja, als ich studiert habe, war das Verhältnis ja noch ein bisschen anders. Ja, ne? Ich habe übrigens ganz in der Nähe von da, wo du jetzt wohnst, nämlich in Freiburg studiert. Ah ja? Ja, ich kenne die badische Küche. Dort isst man ja sehr gut. Badische Küche, nicht? Badische Küche fantastisch. Fantastisch. Auch die Weine sind ja gut. Ne? Sehr, sehr gut. Baden ist wirklich bestimmt das Gebiet, wo man am besten isst in Deutschland. Ich finde ja. Denke ich ja. Schau, ich nehme einfach die Nudeln, habe jetzt so ein bisschen mehr, habe das ein bisschen ausgebuttert. Und ich habe den Fenchel, viele haben immer auch so Probleme, sagen, was macht man mit Fenchel? Das ist eigentlich so einfach, nicht? Einfach nur, ich meine, dir muss ich das ja nicht sagen. Aber schöne, es ist eine wunderbare Fruchtig, es riecht auch so schön. Ne? Und dann das Wichtige ist nur unverwechselbar. Nicht? Unverwechselbar. Wichtig ist nur, dass man aufpasst bei den Messern, die scharf sind, aber dass man diesen Strunk rausschneidet. Der ist ein bisschen bitter. Du hast sicherlich wie in dieser Werbung immer Hansaplast bereit. Die liegt hier drin in dieser Schublade, genau. Ja, hab ich mir gedacht. Und die schneide ich, das will ich jetzt aber nicht machen, das nimmt mir zu viel Zeit. Das habe ich gemacht, habe es gekocht mit einer Zitronenscheibe, natürlich unbehandelte, ist klar. Ja, das ist klar. Du, und das kommt ja einfach drauf, es ist wirklich ein so idiotensicheres Gericht, das kann jeder nachmachen. Und es schmeckt Sieht wirklich, schön, ne? Ja, und es schmeckt auch toll. Glaub wirklich ich, ja. Ganz toll. Habe ich noch nie gegessen. Hast du nicht gegessen? Na, ich kenne natürlich diese Quichen. Da ja, die Quichenauflaufe. Ja. Die Nudel habe ich gekocht, so al dente. Also, ja. Aber schon gar. Also, schon, aber nur kurz vor dem wirklichen Garen. Die garen noch nicht, ein bisschen nach. So aber nicht labrig, mehr. Nein, aber sie garen nicht mehr sehr nach. Also die müssen schon, so, jetzt habe ich den Schinken. Darf ich dich bitten, den einfach darauf zu verteilen? Ja, gerne. Dann mache ich nämlich in der Zwischenzeit hier meine Eier-Sahne-Soße. Ja. Weißt du, das ist ja so, also ich bin ja kein
Dauerkoch. Also ich koche halt gelegentlich. Naja, du, wir alle. Ich, also, und vor allen Dingen ist bei mir eine Frage der Zeit. Ich muss Zeit haben. Klar. Wenn ich sonst, also so auf Druck, dann wird's auch nichts. Obwohl ich auch so schnelle Gerichte habe, die, auch wenn ich mal nicht so viel Zeit habe, das ist so ein bisschen auch meine Spezialität. Zum Beispiel wie dieses hier. Ja, das geht ja oder auch so ein, relativ so ein Huhn, das schnellste Huhn der Welt. Jetzt tue ich hier ein bisschen. Das schnellste Huhn der Welt rennt einem immer aus du, der das Küche geht ganz, nee, das geht ganz, ganz schnell. Und ich mache solche Sachen wirklich, wenn ich abends noch Gäste habe und nicht mehr viel Zeit habe, dann mache ich das. Kochst du auch für Gäste? Ja, mache ich. Auch. Aber nicht viele. Nicht also, viele. Ich habe eine, so eine geteilte Küche mit einem Essraum. Ja. Und dort haben 5 Platz. Aha. 6, also, ja. aber mehr nicht. Also, ich kann es auch nicht. Ich kann das nicht einteilen. Ich kann auch nicht für sehr viele, aber bis 8 ist bei mir. Ich tue ein bisschen Muskatnuss rein. Das ist zwar im Originalrezept nicht drin, aber ich wandle sowieso alle Rezepte ab. Du doch sicher ja, auch. Ja. Ja. Aber kochst du schon auch nach Rezept oder ja, ganz ich koch frei? Schon nach Rezept. Ja, ich auch. Aber ich vergesse es dann. Also, na gut, ich, weißt ja. du, ich sag dann so, also jetzt tue ich zum Beispiel diese Rosinen tue ich heute hinein, ja. weil man nach diesen Rosinen isst oder so. Ja, ja. Aber sozusagen, du gehst von einem Rezept aus. Ja, ich gehe von einem Rezept aus. Es gibt ja Köche, die total aus der Fantasie kochen, ja. was ich nicht kann. Nein, das kann ich nicht. Aber ich finde, man muss sich was trauen. Ja, ja, das tue man ich dann muss auch ruhig was wagen. Ja. Und wenn dann die Vivi sagt, du, heute ist aber nicht so gut wie das letzte Mal, dann ist halt nicht wie so gut gelungen. Wie geht's denn der Vivi? Der geht's gut. Und kocht sie, kocht ihr manchmal zusammen? Wir kochen auch zusammen. Das aber ist, im Prinzip kocht sie mehr? Oder? Ich denke 50-50. Ja. Also sie hat ihre Sachen, die sie liebt, ihre dänischen Dinge. Und sie kann auch den Ochsenschwanz natürlich. Ja. Sie macht ein wunderbares balinesisches Huhn mit so Curry und so. Ah, schön. Ganz wunderbar. Und zusammen kocht ihr auch noch? Auch, ja, ja. Auch, auch. Das ist manchmal problematisch. Ja, wenn man sich so hineinredet. Sagt, ja. Warum reibst du denn das jetzt? Warum hast du denn den Gruyère gerieben? Wieso nimmst du denn jetzt also diesen, den Parmesan schon vorgerieben? Das apropos Parmesan. Dies ist kein Parmesan, das ist ein Gruyère. Das ist ein Gruyère. Kommt aus der Schweiz, so ja, wie richtig. Du. Du wohnst ja in der Schweiz und spielst in das Zürich. Das ist ein wunderbarer Ort, ja. Ich muss dazu sagen, man kann es mit Sicherheit auch mit anderen Käsen machen. Allerdings in dem Fall, weil ausnahmsweise nicht Parmesan. Das ist zu kräftig. Zu kräftig. So, machst du mir das Rohr auf? Das mache ich dir auch. Ist das heiß? Nein, das ist nicht heiß. So. Jetzt muss ich das einstellen. Wie lange muss das jetzt bleiben? 15 Minuten auf 230 und dann noch mal 5 Minuten auf 300. Aha, so das ist dann die Kruste. Ja, die Kruste. Schau, ich tue das mal alles ein bisschen weg. Jetzt werde und jetzt musst du mir mal... Würdest du mir einen Teller bitte? Ich bitte so. Sei so lieb. Dann muss es jetzt ein bisschen einstauben. Ich muss ein bisschen hier entsorgen, sonst ist da eine... Furchtbare. Ich muss dazu sagen, das ist ja also, das ist ein Gericht, was meine Mutter gekocht hat. Ich wollte gerade fragen, woher hast du dieses Rezept? Und, die ist eine Triestinerin gewesen. Also italienisch-österreichisch. Italienisch-friaulisch-österreichische Küche. Du, ich habe etwas noch vergessen. Salz brauche ich. Eine Sekunde. Ich tue das noch rein. Das Grün vom Fenchel oben. Haben wir vergessen. Das habe ich vergessen, das tue ich aber hier so ein bisschen drauf. Das geht ja noch. Ich tue das jetzt hier ein bisschen salzen, den Ochsenschwanz. Salz wolltest du? Hast du schon. Habe ich mir schon genommen. Und ein bisschen pfeffern werde ich dann auch. Es sieht ja toll aus, die Zutaten sehen schon so schön aus. Also natürlich für Vegetarier ist nicht so besonders schön. Nein, das ist kein Vegetarieressen, das sehe ich. Das sehe ich auch vollkommen ein. Ist Ochsenschwanz ein italienisches Gericht? Ja, also so wie ich es kenne, halt, ja. Ist schon. Also eigentlich ein arme Leute-Essen. Nicht? Ja. Weil das, sagen wir, die Metzger haben natürlich die Steaks und die Entrecotes, das haben sie natürlich verkaufen müssen. Toll, teuer. Und die einfacheren Teile haben sie dann selber gegessen. Ja, ja. Nicht? Hast du von deiner Mutter noch mehr Rezepte? Ja, einige. Einige. Also sie würde sicherlich jetzt sagen, also du machst das doch ganz falsch. Ja, das ist aber immer so. Das ist so. Deswegen ja auch, wenn man gemeinsam kocht, kommen kleine Differenzen auf. Ja. Dass man sagt, so mache ich das doch. Also jetzt habe ich das ein bisschen eingestaubt. So. Ja. Die Engländer nennen das so schön coaten. Coat the meat. Ja, also bemantel it's coated. It's coated. Bemantel it's coated, das, it's coated. Das Fleisch mit Mehl. Sehr schön.
Also das kann man auch so streuen. Ja. Und da darf man ruhig die Hände benutzen. Mhm. Ich finde, das ist so eine sinnliche Angelegenheit. Beim Kochen, deswegen wäscht man sie ja vorher, wäscht sich dazwischen die Hände. Das ist so eine Selbstverständlichkeit. Aber die Leute meinen immer, das ist verboten. Nicht? Aber dieser Handkontakt ist ja auch das Sinnliche dran. Das ist irrsinnig wichtig. Und weiß ich, wenn man das mal einem richtigen Koch zuschaut, ja, sicher, macht er das halt auch. Am schönsten ist ja Teig kneten. Das ist ja das Allersinnlichste. Also mein Schwiegervater, der war ja ein Bäcker. Und der kam dann, wenn der bei uns in den Ferien war, dann ist der immer um 3 aufgestanden. Och. Und dann hat er diese Rundstücker, heißen die auf Dänisch. Hat er so Brötchen gebacken. Oh, toll. Mit Rosinen drin. Ah. Zum Genuss. Es klappert, wahrscheinlich der Ton wird sich ärgern. Nein, das ist kein Problem. Nein. Und so, jetzt habe ich das soweit. Jetzt habe ich noch ein bisschen drüber. Und du probierst auch schon Sachen aus, die du noch nicht kennst, mal was Neues? Oder Mach ich auch. Obwohl, und da schaue ich halt dann nochmal in ein Kochbuch und sage, ja. Weißt du, spioniere ich. Und überrascht dann die Vivi und sagst, wieso hast du das bekommen? Wie kommst du dazu? Sehr schön. Jetzt müssen wir ein bisschen Öl da hinein tun. Ja, ich bin hier nur beim Wein. Das hier gibt es so ein Tuch, habe ich ja gesehen. Was willst du, ein normales Sonnenblumenöl? Ich denke, ja, zum Anbraten. Kannst du das machen, da wasche ich mir jetzt. Ja, ja, und ich mache das mal an. Du willst das doch jetzt schon zum Anbraten, ja, ne? Ja, gern, bitte. So. Also wieder schöne, saubere Finger. Gut. So. Jetzt ist das Salz. Lassen wir das ein bisschen heiß werden. Ja. Und da tue ich jetzt dann den Speck hinein. Ist ein bisschen viel, aber... Du brauchst nicht alles nehmen. Ja. Also es ist kein sehr, sehr, sagen wir mal, gesundes Essen. Es ist schon ein bisschen ein deftiges. Gesund ist das überhaupt nicht. Aber ich finde ja, gesund ist auch alles, was Spaß macht irgendwo. Ja, ich finde, es ist ein Winteressen. Nicht? Ja. Also deftig. Nicht deftig. Sehr wunderbar. Jetzt fange ich einfach mal an und tue das jetzt mal da drauf. Das fängt gleich an, das wird gleich. Ja, es wird schon. Aber ich nehme nicht alles, das ist ein bisschen zu viel. Das ist ja nur, damit das ein bisschen den Geschmack verbessert. Natürlich. Ich meine, das sieht man ja auch schon, dass es ein deftiges Essen ist. Ja, also das ist nichts für Leute, die auf einer strengen Diät sind. Nein, das meinte ich ja. Das ist wirklich. Aber ich finde diese Begriffe gesund und nicht gesund sowieso ein bisschen problematisch. Wenn man nur Diät isst, dann kann das auch ungesund sein. Denn wenn man dadurch frustriert ist, dann ist man psychosomatisch beeinflusst und das kann ganz schlecht. Ich finde, man darf überhaupt das nicht so dogmatisch. Und nichts übertreiben. Auch nicht den Speck, auch nicht den Wein, aber auch nicht das Gute. Alles im Maßen, dann darf man alles. Ich esse auch Butter und so, wo man immer sagt, das soll man nicht. Aber nur nicht natürlich so die. Bekommt mir gut aus. Nicht für mein Alter sehe ich noch gut aus. Jetzt tue ich ein bisschen Zwiebel hinein. Ja. Da muss man aufpassen, dass sie nicht braun werden, sondern nur so ein bisschen glasig. Glasig, ja. Aber das kann man ja jetzt so machen. Sehr schön. Ja. Also du, die Farbe von diesem Topf ist wunderbar. Phänomenal. Also das ist mir fast noch nie so gut gelungen. Phänomenal schön. So, also das lasse ich jetzt ein bisschen brutzeln. Ja. Und dann tue ich diese Stücke hinein. Die werden da drin angebraten? Ja. Sehr schön. Also das sollte eigentlich ein bisschen glasiger noch sein, aber das irgendwie, macht. Du lebst in einem Dorf, nicht? Ich lebe in einem Dorf mit 400 Einwohnern. Das ist ja ein Minidorf. Schon. Das heißt Kaiserstuhl und ist aber Stadt. Nein. Ist Stadt aus dem Mittelalter. Hat aber nichts zu tun mit der Region Kaiserstuhl, sondern ist ein Ort. Kaiserstuhl ist so ein Gebirge in Baden. Ja, in Badischen, ja. Und dort kommt ja sehr guter Wein her. Natürlich. Ja. So, jetzt tust du mal da. Also man muss diese Stücke jetzt anbraten. Ja. Gell? Und zwar. Du musst ja nicht alle nehmen. So goldgelb sollte das halt werden. Ja, das langt schon, oder? Du sagst, es ist ein arme Leute-Essen. Ist der Ochsenschwanz billig? Naja, heute sicherlich nicht mehr. Nein. Aber das war er mal, nicht? Ja, also, sagen wir, die Metzger, die haben natürlich die teuren Sachen dann verkauft und so gewisse Sachen wie den Kopf. Und so. Ja. Sag, wenn du ein Dorf mit wie viel? 400 Einwohnern? 400 Einwohner. Da gibt es denn da Geschäfte überhaupt? Ja, also ein Geschäft. Und dieses Geschäft kann nur leben, wenn die Bürger alle etwas einzahlen, damit es überhaupt existieren kann. Ja.
Weiß ja, wo von dem Verkauf selber könntest du. Wo kaufst du ein? Ich kaufe dann natürlich einen auf der deutschen Seite manchmal und auf der Schweizer Seite. Mhm. Du fährst dann ein Stückchen. Du fährst ja jeden Tag von Zürich wahrscheinlich, oder? Ja, nicht jeden Tag, aber nicht jeden Tag. Aber oft, wenn du spielst. Wie weit ist es von Zürich? Es ist, von Zürich ist es 25 Minuten. Ja. Dann kannst du auch in Zürich einkaufen. Ja, auch. Also ich habe eine Stadt in der Nähe, das ist Bülach, da kann ich einkaufen und ich komme hin. Zurzach kann ich einkaufen, also es gibt so verschiedene. Du hast ja in Österreich gelebt. Viele Jahre, bist du ein, du bist Österreicher? Ich bin Tiroler. Du bist ja Tiroler. Du bist ja auch ein halber Österreicher. Ich bin einer aus der alten K&K-Österreich-Monarchie, also ich will ja jetzt nicht vereinnahmen und anschließen. Nein, ich habe das immer aber ich hab betont. Das gehört. Ja. Na, immer. Und ich koche ja auch Böhmisch. Daher kochst du auch so gerne. Das ich ja gerne von der Mutter. Ja. Aber mit dem Fleisch, was vom Tag vorher übrig geblieben ist, und Wurst und Speck und also viel Zwiebel. Also auch was Deftiges. So, also das kann jetzt ein bisschen brutzeln, bis es so goldgelb wird. Ja. Also es sollte auch nicht braun werden. Also weil dann kriegt es so bitteren Geschmack. Ja, genau, so wie die Zwiebel. Aber es ist nicht so heikel. Also wenn es da mal an einer Seite ein bisschen braun ist, ist es auch nicht schlimm. Ne? Also man sollte auch nicht päpstlicher sein. Aber es schaut jetzt schon ganz gut aus. Sehr gut, sehr gut. Ja, und dann? So, jetzt muss ich dann hier diese ganzen Zutaten vorbereiten. Und die werde ich vielleicht in eine Schüssel zusammen tun. Ja, soll ich dir, willst du sowas vielleicht? Das wäre großartig, ja. Das ist sehr fein. Ja? Wo kommst du da ganz genau her? Aus Mähren. Und zwar, man könnte heute sagen, am östlichsten Ende von Tschechien, kurz vor der Slowakei. Und auch ganz nah schon bei Polen. Also wenn du dir vorstellst, dass das Tschechien ist, dann ist es ganz am östlichsten Ende. Aha, ja. Und das war Mährisch, Ostrau, Teschen. Ja. Da komme ich hin. Da bin ich immerhin Ostrava. Ostrava. War immerhin 12, als ich da raus bin. Das hat mich schon sehr geprägt. Ich habe voriges Jahr gedreht, ein Czeske Budejovice, also Budweis. Ja, Budweis. Jetzt muss ich kurz erklären. Also das sind jetzt Karotten, gewürfelt oder in Scheiben kann man es schneiden. Das ist eigentlich der Fantasie überlassen. Ja. Ich tue das jetzt mal so rein. Dann die Tomaten, wo die Haut also pochiert ist, also abgezogen. Ein bisschen vorher in heißes Wasser getrunken. Also so, dann geht es da ganz leicht herunter. Mach's mal ein bisschen kleiner hier. Da nehme ich aber nicht so viel. Das ist ein bisschen zu viel. Gut. So, ich denke so. Ja. Also, das ist ja alles nach Fantasie. Es gibt keine Angaben von 300 Gramm oder 260 Gramm das, oder irgendwas. Das hier ist Sellerie, auch also schon gewürfelt. Das andere war Staudensellerie. Das war diese, nicht? Genau. Die du vorher reingetan hast. Also das praktisch, was am Schluss reingekommen. Ja, und das ist von Anfang an. Da soll man auch ein bisschen vorsichtig umgehen, weil das hat sehr starken Eigengeschmack. Ja. So, dann gibt es hier so diese ganz scharfen Pimientas. Da tue ich ein bisschen hinein, da aber das zerreibe solltest du dir nachher gleich die Hände waschen, denn wenn du mit den Fingern ins Auge kommst. Ja, gute Nacht. Das brennt, sage ich. Ja, das ist vielleicht... Die ist nicht so... Hier, warte mal, ich glaube, die geht besser. Probier mal eine, die ist trockener. Ja, schau mal, das ist nämlich am besten... Ja, das ist wunderbar. Mit der trockenen geht's. Das langt schon. Ja. Das ist nämlich sehr, sehr scharf. Ja. Soll ich noch eins nehmen? Ja. Ist ja ein großer Topf. Ja. So, das muss raus. Halt das. So. Gut. So. Jetzt kommen rein. Das sind Pinoli, sagen wir Pinienkerne. Dazu. Also Pinienkerne. Gut, ne? Also das ist schon sehr raffiniert. Und da habe ich auch nicht mehr arme Leute Küche jetzt. Da habe ich gelesen, also die alten Römer hätten das so geliebt. Ja. Die haben das auch mit der Polenta gegessen. Die alten Römer haben offenbar immer Brei gegessen. Ah ja. Nur damals gab es noch keinen Mais, aber so Hirse haben sie gegessen. Hirse. Und haben dann eben auch diese Rosinen haben sie hineingetan, behaupten die Leute. Wahrscheinlich ist es eine Erfindung von irgendwelchen Gelehrten. Macht überhaupt nichts. Schaut wieder gut aus, nicht? Fabelhaft. So, jetzt tue ich das da hinein. Ja. Drehe die aber noch einmal um. Ja. Aber es ist sehr gut geworden. Stell meinen Ofen schon ein bisschen höher. Ist schon ein bisschen zu braun. Ja. Aber es macht nichts. Was macht dein Auflauf? Ja, ich habe ihn jetzt schon ein bisschen höher gestellt. Siehst du, jetzt tue ich das einfach da hinein. Ja. Das hat jetzt natürlich alles Wasser in sich. Ja. Und dadurch fängt das jetzt an zu dünsten. Ja, und das zieht ja auch Wasser, ne? Das zieht auch Wasser. Aber du hast schon vorher
gesagt, dass du Wein reintust. Das tust du jetzt auch. Das kommt jetzt in reichem Maße. Aha. Ja? Nicht ganz. Oh ja. Schön, schön. So was. Schön. Und das kann man dann, man kann das nachher mit Wasser aufgießen, man kann es mit Brühe aufgießen Brühe. Oder mit Wein. Oder ich noch weiter. Du bleibst beim Wein. Ich bleib beim Wein. Tust du das gleich als Deckel drauf? Könnte ich eigentlich. Kannst du eigentlich. So, ja. So wunderbar. Wunderbar. Haben wir gespart schon wieder eins. Jetzt könnte ich vielleicht noch diese. Das ist Basilikum? Basilikum, das könnte ich jetzt noch draufschneiden. Tust du es jetzt schon oder zum Schluss? Ja, ich schneide es ein bisschen kleiner. Ja. Und tu's. Das können die dann so, die Köche, die können das dann. Bist so du ein kleines Brett? Vielleicht besser, ja. Ich entsorge hier ein bisschen, damit wir nachher, wenn wir essen, ein bisschen Platz haben. Ja. Wir müssen ja zwei Sachen probieren. Hat mir sehr gut gefallen, da in diesen Meeren, wo ja, ich da gedreht habe. Ja, schön, schöne Landschaft, ja, und so. Und also sagen wir mal, das, was so übrig geblieben ist, so diese Hotellerie von den Funktionären. Ja, das ist furchtbar. Aber da wird auch bestimmt bald was kommen, wenn Hotels und Restaurants privatisiert werden. Die waren ja alle staatlich. Jetzt nehme ich ein größeres Messer. Dann kann ich das nämlich so, so ein bisschen klein machen. Also ganz klein braucht es ja nicht zu sein. Nein. Was meinst du mit dem hier? Ist der gleich bald fertig? Ja, ich denke. Darf man den umrühren oder soll man ihn lieber in Ruhe? Kann man ruhig umrühren. So, jetzt haben wir das alles drin. Mm. Vielleicht tue ich noch ein paar Rosinen hinein. Mal sehen. Sehr, sehr schön. Da haben wir so schöne Topflappen. Mm, ist das schön. Also schau, diese Teilung, dieser, nicht? Das ist enorm. Sehr schön. Das ist wunderschön. Ich stelle schon mal Teller bereit. Wunderbar. Also ich tue noch ein paar Rosinen dazu da. Ja. Und da nicht schaden. Ich glaube, du musst noch ein bisschen Flüssigkeit, oder? Meinst du, es genügt? Ja, und jetzt tue ich mal das schon rein, dass man das auch sieht. Ja. Das ist schön. Ja. Und weißt du, diese Rosinen, die gehen dann auf. Die werden dann so Trauben wieder. Ja. Ja, ich mache jetzt noch einen Wein. Das ist eh schon offen. Ein bisschen ist, der ist schon offen. Da ist auch noch was drin. Spätburgunder war das, ne? Noch. Aber man kann natürlich, nur man soll nicht glauben, dass man zum Kochen billige Weine nimmt. Nein. Nicht? Man spürt es nachher in der Soße. Also ich meine, man kann schon, es ist nichts, also die meisten Gaumen, also ich würde nicht behaupten, man kann das so, aber wenn es schlechter Wein ist. Du würdest es vielleicht nicht erkennen, dass es ein schlechter ist, ein falscher, aber ich glaube sicher, dass eine Soße so schmeckt wie das, was man reintut. Das ist eigentlich sehr logisch. Ja. Ich muss noch mal 5 Minuten stellen, meine Uhr. Ach so, ich habe gedacht, das ist ein Anruf vom Intendanten, dass wir das jetzt lassen sollen. Nein. Ja, das sieht doch schon sehr gut aus hier. Aber ein bisschen kürzer. Darf ich dir noch einen Schluck einschenken? Ja, ich bitte darum. Das ist ich glaube, so langsam werden wir jetzt versuchen und schauen. Also meins ist in 2-3 Minuten fertig. Wunderbar. Mein Lieber, Prost. Es war sehr gemütlich bei dir. Jetzt kommt der wichtigste Teil. Ich glaube, wir sollten. Ich glaube, wir probieren das. Dürfen wir das probieren? Ja, natürlich. Ah, du hast schon Teller gerichtet? Ja, wunderbar. Ja. Also, schaut ganz gut aus. Wie isst man das? Ja. Das ist so, wie die Igel miteinander Liebe machen. Ja. Mit Vorsicht. Nein, es ist natürlich kein, das ist kein Essen, weißt du, für vornehme Gesellschaften. Nein. Also natürlich bei den großen Stücken kann man das wunderbar abschneiden. Mit dem Messer und der Gabel kommt man da richtig ran? Ja, aber nachher muss man sich die Hand nehmen. Man muss in die Hand nehmen. Ja, und muss das auszuzeln, wie man in Österreich sagt. Zuzeln, das kenne ich von zu Hause. Du kriegst das hier so. Ja, das schaut schon. Salz. Daher? Ganz elegant. Küchen müssen ja immer aufgeräumt. Räumst du, während du kochst, schon auf? Ja. Ach, tatsächlich. Ja. Das tue ich nicht. Aha. Nee, ich habe gesehen, du hast da hinten so ein kleines Deckel. Ja, da kommt der Müll rein. Ja. Sehr gut. Ja, vor allem den Biomüll, also die wenn ich Zwiebeln schneide. Weißt du, was wir nicht gemacht haben? Den Polenta. Also, aber ich erkläre es. Es wird wahrscheinlich jetzt zu spät sein. Ja. Also,
Den sollte man mit dem Faden schneiden, steht in den Kopf. So geht es auch, mein Serviettenknödel darf nur mit dem Faden geschnitten. Aber man kann es auch mit dem Messer und man macht dann Scheiben. Sag doch schnell, Polenta ist nichts anderes wie ein Grießball, aber aus Mais. Ja. Einfach in Wasser und mit Milch. Und 3 Deziliter Wasser bringt man zum Kochen, dann tut man 3 Deziliter kalte Milch dazu schütten und dann gießt man diesen Polenta Grieß hinein. Wie ein Grieß. Und rührt. Riegel, ja. Das muss man viel und rühren. Und dann stockt das und dann hast du es trocken. Und dann am nächsten Tag kann man's, ja, man kann's dann. Du hast es jetzt kalt werden lassen und schneidest es in Scheiben und die machst du in der Pfanne. Genau, mit Olivenöl und dann ein bisschen Parmesan drauf. Ah ja. Aber das sparen wir uns jetzt. Wir haben also jetzt wir wollen jetzt hier was. Brot. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Es sieht sehr heiß aus. Mhm. Ich glaube, ich tue einfach Kohl mal meinen. Mhm. Also? Wie ist es denn gelungen? Ich finde es sehr gut. Bist du selbst zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Das ist doch schön. Aber du musst es ja sagen, sonst. Ja, ja, ich muss sagen, die Leute, ja, der lobt sich das selber. Das naja, aber es ist ja, manchmal ist man ja auch selbst nicht zufrieden. Heiß. Mm. Deftig. Mm. Ein bisschen Salz vielleicht. Nein, dürfte. Für mich nicht. Nein. 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 Mm. Ai, 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 ai. Weißt du, die Soße ist ein Traum. Und was? Und dieses Fleisch? Die Soße ist ein Traum. Das hat ja so was Knorpelhaftes. Was? Das ist das Gute. Weißt du, was ich mache? damit beides ein bisschen auskühlt, tue ich uns mal was auf den Teller hier. Ja. Nicht, um es sofort zu essen, aber... Haben wir dafür noch Zeit? Ja, wenig, aber wir haben Zeit. Ich muss das doch... Da schmeckt der Wein auch gleich viel besser dazu. Ich habe es ein bisschen schlampig. Da, nimmst du die oberste? Ja, danke dir. Sieht nicht sehr... Das wird ja jetzt... Hier ist ein kleiner Faden, hat sich hier gebildet. Ja. Aber das macht ja nichts. Das hat Käse so an sich. Ja. Nimm dieses, das sieht etwas schöner aus. Ach, sieht sehr gut aus. Sieht lecker aus. Wunderbar. So, ich will jetzt noch einmal, es war mir so heiß eben noch bei dir. Es ist heiß, ja. Aber nach 4,5 Stunden oder was, darf schon heiß sein. Muss es heiß sein. Ja. Mm. Du, und das löst sich aber ganz leicht, das Fleisch. Ganz toll. Da braucht man aber sowas dazu. Okay. Nicht schlecht. Die 4 Stunden haben sich gelohnt. Mhm. Also wie du gesagt hast, Fast Food ist es nicht. Ja. Ah, du gibst uns jetzt. Probier, einfach nur zum Probieren. Jetzt spielen wir Studenten. Ja. Mhm. Na, der Gruyère ist natürlich phänomenal. Der ist wichtig. Mhm. Sehr gut. Ja. Wunderbar. Ein schnelles und ein langsames Gericht. Ja, genau. So ergänzt sich das. Ja. Mhm. Gefällt mir gut. Kann ich auch versuchen. Ja, leicht. Mhm. Mhm. Wunderbar. Danke dir. Ich danke dir. Schön war's.